Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind in der Kampagne von Genghis Khan und wir haben so ziemlich alles entwickelt, was wir brauchen. Und ich glaube, ich muss doch ein bisschen die Brücke angreifen. Ich muss, glaube ich, die Brücke freiräumen oder so. Irgendwie, keine Ahnung. Okay, da geht auch nicht viel, ne? Auf jeden Fall hört sich das Ganze recht spannend an. Vor allem für mich auch, weil ich nicht wirklich gerade weiß, was ich jetzt anstellen soll. Würde sie jetzt mal bitte so und reparieren? Das wird schön. Siebe Gedei sollte in 10 Minuten hier sein. Er sollte sich besser nicht verspäten. So. Passt. Aber normalerweise ist es ja eigentlich so mit Verstärkung, ne? Man kann eigentlich drauf warten, normalerweise. Aber dem scheint hier nicht so. Da bauen wir eins hin. Passt. Da werden schön unsere Einheiten erschaffen. Sehr gut. Jo. Was haben wir denn da? Waffenschmied bewegt sich schneller. 500 Holz und Gold. Das haben wir. Das entwickeln wir. Passt. Perfekt. Berittene Bogenschützen, Durchschlagsdingens, Nahrung und Gold. Das können wir auch schon mal machen. Dann heißt es wieder warten. Wenn die da fertig sind, helfen sie sowieso beim Gold mit. Das passt dann schon so. So, da. Die Smide. Da geht auch noch nichts, weil wir die Ressourcen noch nicht haben tun. Aber das wird schon keine Panik. So, ja. Ding, ding, dong. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh yeah. So, warten, 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 warten. Es ist halt echt die Frage, wie ich das jetzt am besten anstellen soll. Oder wie es gedacht ist. Sehr schön, ihr seid fertig. Bitte, könnt ihr gleich zum Gold gehen. Fallen weiterhin brav über das Holz her. Sehr, sehr schön. So, passt, die ist auch fertig. Die kriegt jetzt auch ihr Feld. So. Und ihr bekommt wieder eure Felder zurück. So, ich glaube, das war eins. Und das war eins. Ja, du bist gleich des Todes. Wart's nur ab. Gleich ist es um dich geschehen. Und tschüssi. Perfekto. Gut, wir brauchen, das sehe ich gerade, wir brauchen auch Häuser. Ich werde den einen Tag gerade, ja, zwecks Entfremden sozusagen und ein paar Häuschen hinbauen. Insgesamt müssten es 3 sein. So, das passt. Weil wir haben hier nur 60 und 75 wird man brauchen. Passt. So, was entwickeln wir noch? Achso, warte, da können wir schon auf die hier hin sparen. 500 Gold haben wir bald und die Nahrung auch. Da sparen wir noch ein bisschen hin und dann können wir den schweren berittenen Bogenschützen entwickeln. Daram, dadam. Ja, ja, so schaut das aus. Mein kleines Räusperle und geht schon. Können wir schon entwickeln. Perfekt. So. Der traut sich nicht näher ran. Der hat die Hosen voll. Arme Sau. So.
Ja, wann werden wir jetzt mit den Belagerungswaffen beginnen? Ich glaube, das können wir jetzt nebenbei dann auch schon anfangen. Da gehen sich schon mal zwei aus. So, ja. Wenn das Gold zu Ende ist, haben wir noch einen Vorrat da drüben. Und einen zweiten. Haben wir einen zweiten? Ich glaube nicht, ne? Stein haben wir mehr. Ja. Es wird sich schon ausgehen. Wird sich schon ausgehen. Die werden das Kind schon schaukeln. Irgendwie, irgendwo hin. Das schaffen wir schon. So, ja. Na los, arbeitet. Sonst bekommt sie heute kein Abendessen. Motcha. Daram, daram. Da werden wir mal zwei erstellen. Brumm, brumm. Es ist halt kacke, dass es alles so teuer ist. Buhu. Und da kommt er schon angaloppiert. So, da haben wir 5 dann von denen, das passt schon so. Chevaliers haben wir da, ein paar Kamelreiter. Von denen wären halt noch lustig, ein paar mehr zu haben. Oha! Ach so ist das. Du wagst es, du Zipfelklatscher. So, wo sind meine Kamelreiter? Überhaupt noch wen? Einen einzigen. Wo? Warum nicht? Wenig. Wenig ist oft mehr, heißt es immer. Das ist schön. Ja. Da brauchen wir ein paar Kamelreiter. Da waren nochmal 2. Gleich haben wir mehr Gold für den dritten. Passt, ist erledigt. Der Paladin wird es auch bald überstanden haben. Aber jetzt denkst du, die haben schon so eine gute Panzerung, ne? Da richten die Türme schon fast nichts mehr aus. Passt. Jawohl, den können sie auch noch umhauen. Was wird denn hier eigentlich wieder gebaut? Aha, die Brücke. Jawohl, Verstärkung kommt. Cool, mit 2 Wölfchen. Sehr schön. So, nur rein in die gute Stube. Wow, die Felder sind auch schon wieder Charlie. Oh ja. Passt. So, ihr geht bitte hier lang. Eine bekommt dieses Feld, die andere bekommt dieses Feld. Sind wir da jetzt fertig? Nein. Wow, geht's heim? Bitte. Schön heimgehen. Die Saboteure werden sich mal hier raufstellen. Ich habe keine Ahnung, wofür wir die noch brauchen werden. Habe ich überhaupt keinen Plan. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ist für mich noch ein Geheimnis. Passt. Der ist erledigt. Jetzt haben wir noch Platz für ein paar Einheiten. Ich habe keine Ahnung, wofür wir. Ich denke, die Saboteure werden wir brauchen, um die Brücke dann zum Einsturz zu bringen oder so. Keine Ahnung. Wie schaut es denn hier aus? Besiegen sie Ungarn? Okay. Einfach und unkompliziert. Ja, 3 Böcke noch. So, du kriegst ein neues Feld. Was macht ihr denn da draußen? Geht's rein da in die gute Stube. Ihr werdet ja draußen niedergemetzelt, ihr Trottel. So, schön platt machen. Jawohl. Schön platt machen. Die reiten auch immer wieder raus, ne? Echt lästig. Ja.
Schade, der hat's nicht überlebt. So, und der Rest wird hier umgeflaggt. Hallo, darf sie bitte drinnen? Seid ihr so gnädig? Unfassbar. Passt, der hat sie auch gleich überstanden. Okay, Gold ist fertig. Dann bekommt sie ein neues Bergbaulager da drüben. So. Ein Drehbock wäre noch super. Drei sind immer fein. Und die werden inzwischen beim Gold weitermachen. So. Die Ungarn sind lästig. Oha. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ab nach Hause. So. Ihr macht es dir jetzt platt, und zwar Dalli. Mönch bleibt die Ungarn versuchen die Brücke über den Saiofluss zu zerstören. Die wer? Die Ungarn. Aha. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Wir müssen schauen, dass sie nicht die Brücke erreichen, ne? Und ein Weltwunder. Ich hab's gewusst. Kack, Weltwunder. Ich hasse Weltwunder. Es ist bäh. Unfassbar. Würdet ihr dann mal angreifen, Herrschaftszeiten? Ist ja unglaublich. Jetzt haben sie die Brücke zerstört und jetzt? Hm. Jetzt brauchen wir Transportschiffchen oder was? Das ist aber gar nicht lustig. Okay. Ja, brauchen wir Transportschiffchen. Gut. Zwei von euch reparieren das mal. Du baust hier. Gar nichts. Wie kommen wir da jetzt rüber? Die Brücke ist weg. Wie kommen wir da jetzt rüber? Übers Eis vielleicht? Schaut aber nicht gut aus, ne? Das ist schon verkackt. Ist die Frage. Schaut echt so aus, als ob wir es verkackt hätten. Hm. Das ist jetzt echt ärgerlich. Ganze Welt erroden. Mhm. Irgendwie hilft einem das nicht gerade weiter. Ich bin gerade ratlos. Ja, macht's denn jetzt platt oder was? Geht ja. Thank you.
glaube, das muss ich nochmal von vorne machen. Und echt Vollgas machen, Sturm, dass ich da gar nicht erst die Brücke überqueren kann. Dann kommt die Verstärkung, was eh nicht viel ist. Und dann müssen wir schon schauen, dass wir Richtung Ungarn marschieren. Ich denke, so wird das ausschauen. Habe ich da... Ich brauche ein paar Speer. Kommen wir hier irgendwie rüber? Vielleicht gibt es irgendwie eine Stelle. Jawohl. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Stelle, wie wir drüber können. Wird jetzt mal losgaloppieren, ihr faulen Säcke. Unfassbar. Jetzt schaut sich mal ein bisschen um. Vielleicht können wir irgendwie übers Eis. Nee, keine Chance. Sonst wären die nämlich auch schon. Jupp, das werde ich nochmal neu starten müssen. Ich trödel auch nicht lange rum. Ich mach's gleich. Mist, verdammter. Ach so, oh nein, so meinte ich das nicht. Oder warte, vielleicht doch. Warte. Vielleicht, wenn ich gleich Vollgas gebe. Vielleicht geht es sich noch aus. Vielleicht geht es sich noch aus. Geht schon gerne mal Vollgas. Ich brauche auch ein paar Kamelreiter noch. So. Wisst was, ihr hört gleich auf mit dem Stein. Den braucht zurzeit kein Mensch. Aber ihr zwei tut's jetzt bitte noch schnell. Häuser bauen. So, perfekt. So, ihr kommt auch damit. Gedeih sollte in 10 Minuten hier sein. Ja. Er sollte sich besser nicht verspäten. Ja. Passt. Bewegt sich 50% schneller. Das hätte ich gerne, ehrlich gesagt. So, was habe ich denn noch vergessen zu machen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. ja. Ich will jetzt einfach mal nur schnell die Armee hier sammeln. Und schauen, dass sie nicht über die Brücke gelangen, diese Bastarde. Na los, hopp, 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 hopp. So. Und bei der Brücke geht schon gerne mal Vollgas. Dass sie auf keinen Fall zerstört werden kann. Häuschen sind fertig, passt, ihr könnt weiter Holz schlägern. Gut. So, schön drüber. Jawohl. Bleibt hier. Schön hier bleiben. Ich brauche 3 Böcke und zwar dringend. Nein, dich nicht. So. Wäre gut ein zweiter Mönch zum Heilen helfen. Na, wo ist es denn? Kloster? Da. Unfassbar. So, schön zerstören. Der Drehbock fährt schon, jawohl. Vielleicht können wir es noch retten.
Alter Schwede. So, Armee und so. Es fehlt halt immer an irgendwas, ne? So. Du kannst auch gleich hier runter. Ist denn mein Drehbock schon zerstört? Ja, weil wir Idioten im Team haben. Vielleicht sollten wir ein paar Attentäter einsetzen und so. Würdest du den hier bitte zerstören? Das hat dir gar keinen Schaden gemacht. Nee, so wird das nichts. So wird das nichts nehmen. Muss ich mir im nächsten Part genauer anschauen. Oder was sagt vor dem nächsten Part? Macht nichts, ist nicht schlimm. Das ist immer Learning by Doing. Wir kriegen das schon hin. Also dann, ihr Lieben. Entschuldigt. Ja. Entschuldigt, dass es heute wieder nichts geworden ist, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, Learning by Doing. Das kriegen wir schon hin. Im nächsten Part läuft es besser, auf jeden Fall. Und bis dahin wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!